Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie der HBLFA Raumberg-Gumpenstein zum Thema Klimawandel-Anpassung. In meinem heutigen Gespräch habe ich Dr. Giovanni Berardona zu Gast. Dr. Berardona ist Grünlandexperte. Er arbeitet am Forschungszentrum für die Südtiroler Landwirtschaft im Versuchszentrum Leimburg. Im Podcast möchten wir uns speziell über die Erfahrungen zum Einsatz der Bewässerung im Grünland unterhalten. Hier können wir sicherlich sehr viel von den Ergebnissen in Südtirol profitieren. Es freut mich daher besonders, dass ich dich, Giovanni, diesbezüglich als Experten bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen. Danke. Danke für die Einladung und einen schönen guten Nachmittag an alle, die mithören und mitsehen auch. Giovanni, wenn man über Grünlandbewässerung spricht, dann hört man oft, diese ist ineffizient, zu teuer, macht im Grünland keinen Sinn, lieber im Obst- und im Weinbau als im Grünland. Und warum ist dann in Südtirol die Verbreitung der Bewässerung so hoch? Warum hat sich die durchgesetzt und wie ist das auch historisch bei euch passiert? Also die Bewässerung hat es historisch, also in Südtirol, vor allem also in den Gebieten, also die sehr trocken, also klimatisch sehr trocken sind. Also wenn wir denken zum Beispiel an Finchgau, reden wir von einem Gebiet, bei dem also weniger als 500 mm pro Jahr an Regen zur Verfügung stehen. Und in der Saison auch sagen wir, sind wir bei 350 mm für die ganze Vegetationsperiode. Das heißt, das sind Gebiete, bei denen in früheren Zeiten ohne Bewässerung ganz wenig an grüner Produktion man gehabt hat. Und historisch, wann hat das schon begonnen bei euch? Ich glaube, das ist sehr früh, also hat es sehr früh angefangen. Also da müsste man einen Archäologen fragen. Also, okay, so früh. Ich wüsste es nicht, aber es ist wirklich eine sehr alte Sache. Und die Beregnung also erfolgte dort durch Berieselung. Das heißt also, das Wasser wurde geführt. Über Kanäle oder so? Über Kanäle, okay. Offene Kanälen und dann praktisch an bestimmten Stellen wurde der Fluss gestoppt und das Wasser praktisch ist über dem Rand. Also auf so wie man es in Ägypten früher auch gehabt hat, oder? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall war es so in der Form. Und das ist eigentlich die Sache hat sich geändert seit, sagen wir so, der Anfang war in den 30ern, als praktisch die erste moderne Anlage 1930 herum, also gebaut wurde. Mh. Und der Bau dann von Bewässerungsanlagen hat sich dann allmäßig also verbreitet. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, an der Leimburg zu arbeiten, das war 2005. Und in den Jahren wurden neue Anlagen gebaut, auch in Gebieten, bei denen man gemeint hat, dass dass Beregnung überhaupt nicht notwendig war. Und das war die Folge von der Trockensommer von 2003. Okay. Und wie hoch ist der Anteil der Grünlandflächen die beregnet, grob geschätzt? Es ist so, dass wir genaue Zahlen haben wir nicht. Ja. Aber neue Schätzungen sagen, dass der Anteil von den Wiesen, die beregnet wird, geht zwischen 25 bis ein bisschen über 40%. Ja? Und wenn man das bezieht, nicht nur auf die Wiesenfläche, sondern auf die gesamte Grünlandfläche, dann bewegen wir uns zwischen, glaube ich, 8 und knapp 15%. Das ist doch ein extrem hoher Anteil. Also das heißt also, dieser Bedarf an Wasser für die Landwirtschaft, also wenn man den Bedarf an Wasser für die landwirtschaftlichen Tätigkeiten 100 macht, heißt das, dass das Grünland eigentlich schon einen gewissen Anteil daran hat, was zwischen, sagen wir so, bis maximal 48% geht, je nach Schätzung. Also es startet bei 35, das ist das Unterlimit und der Unterlimit und der Ober ist so jetzt bei. Wo kommt das Wasser her? Von den Bergen oder wird es aus den Tälern von den Flüssen heraufgepumpt? Oder das ist ja teilweise auch in den Hanglagen und so. Ja, also historisch also war Wasser eigentlich, das vor allem also aus den höher gelegenen Regionen kam, die nach unten abgeleitet wurde. Jetzt mittlerweile nehme ich an, weil ich mich also mit der technischen Seite nicht so gut auskenne, wird es mit Sicherheit also auch aus den Flüssen also praktisch gepumpt. Okay. Und
Wie arbeiten da die Betriebe zusammen? Weil ich habe ja gehört, in Südtirol ist es nicht so, dass das die Einzelbetriebe so sehr regeln, sondern es ist sozusagen eine Genossenschaft oder ein Verbund an Betrieben. Und wie funktioniert das? Es ist so bei Regnungskonsortien, bei denen also die Mitglieder in einem bestimmten Turnus also Zugang also zum Wasser haben. Das heißt, man kommt alle 3 Tage oder einmal in der Woche an die Reihe? In der Regel einmal in der Woche. Okay. In der Regel einmal in der Woche. Und das ist dann bei Tag oder bei Nacht die Beregnung oder läuft die 24 Stunden? Da bin ich überfragt, also okay, wie es genau funktioniert. Mhm. Aber man hat diesen das Turnus und dann hat man irgendwann mal, kommt halt ran, also zum Beregnen. Okay. Und jetzt, wenn man jetzt so über den Turnus redet, ist man da effizient unterwegs? Wenn ich sage, okay, ich komme jeden 7. Tag dran. Aus deiner Erfahrung, du hast ja Versuche gemacht, wo es auch um Effizienz des Wassereinsatzes geht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn es um Ökonomie geht, oder? Und auch um Ressourcenschonung, Wasserressourcenschonung. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich also in erster Linie Ressourcenschonung. Also ich glaube, mehr und mehr wird man bewusst, also dass eigentlich das Wasser nicht unendlich also zur Verfügung steht. Und jegliche Maßnahme, die sozusagen dazu führt, dass man Wasser verwendet, wenn man Wasser wirklich braucht, ist eigentlich einerseits ist eine Verbesserung der Lage auch für die anderen Landwirte, weil man hat mehr Ressourcen zur Verfügung, um die landwirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite ist das auch ein Vorteil für die ganze Gesellschaft, weil eben das Wasser nicht unendlich verfügbar ist. Okay. Und wenn man jetzt im Turnus arbeitet, dann habe ich alle 7 Tage einen Bewässerungstag und wird das dann so umgesetzt, dass die Betriebe wirklich jede Woche, wenn sie an der Reihe sind, bewässern? Also sagen wir so, zumindest das war meine Erfahrung, also während der Durchführung also von den Versuchen. Selbstverständlich in Zeiten, an denen also es wirklich also regnet. Viel regnet, dann wird man irgendwann mal auch aussetzen. Aber ansonsten, dieser Turnus leitet darauf, dass man aus Angst, dass in der Zwischenzeit zwischen einem Turnus und dem nächsten die Trockenheit einsetzt, vielleicht also beregnet einmal mehr. Okay. Man hat die Möglichkeit und das macht nicht dann den großen Unterschied. Und aus Sicherheitsgründen also macht man das. Und damit ist man aber nicht immer auf, also ich habe ja Vorträge von dir schon gehört, wo du auch das ein bisschen kritisch ansprichst, dass man sozusagen auf Vorrat beregnet. Wie wäre die Strategie, effizient zu beregnen, mit möglichst wenig Wasser einen hohen Effekt zu haben, Rettung des Grünlandpflanzenbestandes, Absicherung des Ertrages? Ja, wichtig wäre, zu beregnen, wenn die Pflanzen dann das wirklich brauchen. Und wie erkennt man das als Bäuerin, als Bauer? Also in unserem Projekt haben wir mit Tensiometern. Tensiometer, das ist ein Gerät, das sich in den Boden steckt? Das heißt, oder? Ein Gerät, was im Boden steckt und die Saugspannung vom Boden also misst. Okay. Das heißt, wenn es trocken wird, also steigt also die Saugspannung. Und ich kann sozusagen eine Schwellenwerte festlegen, bei denen dann ich weiß, dass die Pflanze in Schwierigkeiten geraten. Das heißt, ich messe im Prinzip das verfügbare Bodenwasser und je höher die Saugspannung sein muss, umso schwerer tut sich die Pflanze ans Wasser heranzukommen und sie kommt dann in eine Stresssituation, oder? Genau. Und dort ist der effizienteste Einsatz dann, oder? Dann beregne ich, also wenn ich weiß, dass die Pflanzen tatsächlich also den Bedarf haben. Okay. Und auf diese Art und Weise kann ich mir bestimmte Wassergaben sparen. Okay, es geht also bei der Beregnung nicht um Ertragsmaximierung, sondern um Absicherung des Pflanzenbestandes, um Ertragssicherung eigentlich, oder? Genau. Vielleicht also, sagen wir so, mehr als Ertragsmaximierung ist versuchen zu vermeiden, dass die Pflanzen in einen Wasserstress kommen und dass deswegen dann die Produktion sozusagen darunter leidet. Okay. Wenn man jetzt über Effizienz redet, dann wird man ja auch gefragt werden, wie viel Wasser, Kubikmeter brauche ich, oder wie ist der Effekt von einem Kubikmeter Wasser auf den Trockenmasseertrag? Dazu gibt es ja Versuchsergebnisse. Jetzt, wenn ich es effizient mache oder weniger effizient? Ja,
sagen wir es so, dass wenn, also zumindest also von den Daten, es gibt also gute Versuche, also in dieser Richtung eigentlich etwas ältere Versuche, also Anfang der 90er aus der Schweiz. Und dort die hohe Effizienz, also liegt bei ungefähr 1,25 Kilogramm Trockenmasse. Gewinn an Trockenmasse pro Kubikmeter. Pro Kubikmeter. Okay. Und dann selbstverständlich nach unten hängt das davon ab. Also sagen wir so, ich könnte auch sehr, sehr niedrige Werte haben, zum Beispiel in einer Zeit, in der, obwohl viel Wasser, also viele Niederschläge gibt, ich trotzdem beregne. Könnte auch in den Zeiten, in denen es trocken wird, also auch an dem, also momentan auf diesem Niveau kommen. Und dann alles dazwischen ist möglich, je nachdem. Okay, also es kann Richtung 0,5 auch gehen, nur ja, also sagen wir so, Trockenmasse pro Kubikmeter Wasser. Bei diesen Versuchen, also aus der Schweiz, also gibt es, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, liegt der Durchschnitt von allen möglichen Varianten nach fixer Gabe mit verschiedenen Mengen, die liegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei ungefähr 0,7, 0,75 Kilogramm pro Kubikmeter. Und dann haben wir eben, also bei der Beregnung nach Bedarf, liegen wir bei 1,25. Okay, wenn man jetzt eine Beregnungsaktivität setzt, wie viel Liter Wasser oder Kubikmeter Wasser pro Hektar bringt man da so üblicherweise aus? Wir reden ja von Millimeter. Ja. Sind das 10 Millimeter, die ich ausbringe an einem Tag, oder sind es 100 Millimeter oder 1000, oder wo bewegt man sich da? Also in erster Linie, um einen Richtwert zu haben, sollte ich die Eigenschaften also vom Boden also berücksichtigen. Ich nenne zum Beispiel Wasserspeicherkapazität. Also ein sandiger Boden braucht weniger? Braucht weniger. Aber häufiger vielleicht, ja. Nach Möglichkeit. Andere Sachen sind zum Beispiel der Anteil an Steinen. Ja? Also das Volumen, was die Steine ausmachen, ist ein Volumen, was ich nicht nutzen kann als, darf. Ne? Ja. Eine andere wichtige Größe ist zum Beispiel, in welcher Tiefe also kommt mein Bestand, also mit der Bewurzelung. Ja? Das ist also der Volumen, der eigentlich für die Beregnung auch einen Sinn macht. Es ist ja so, dass wir gerade beim intensiven Grünland, und wir werden vielleicht später darüber reden, welches Grünland man überhaupt berechnen soll, habe ich ja meistens nicht einen besonders tiefen Wurzelhorizont. Das heißt, komme häufiger, aber weniger. Vielleicht wäre vielleicht auch hier wie in der Düngung auch ein Thema, oder? Ja, hier, wie gesagt, also mit einem Tensiometer würde ich in der Tiefe, die ich weiß, dass die Tiefe, die relevant ist, also für meinen Pflanzenbestand, würde ich einfach kontinuierlich messen und dann entscheiden. Und dann praktisch aufgrund von den Ergebnissen dann entscheiden, wann ich beregne. Okay. Und vielleicht also, um zurückzukommen zu deiner Frage, was sind die üblichen Mengen, also die ich beregne? Ich glaube, wenn wir zwischen 20, 25 Millimeter, so in dem Bereich, sagen wir so, das wissen wir aus den Versuchen, dass unter den Bedingungen, die wir im Versuch hatten, ist die Menge, die ungefähr in Ordnung ist. Das ist dann praktisch pro Tag und alle 7 pro Tage? Woche, genau. Pro Woche. Das sind die Millimeter pro Woche. Aber das wird man nicht verteilen aufs 3 Tage, oder? Wir haben auch in dem Versuch im ersten Jahr haben wir auch überprüft, ob eine Teilung der Gabe vorteilhaft oder negativ sich ausgewirkt hat. Und wir sind auf dem Erkenntnis gekommen, dass das keinen Unterschied gemacht hat. Okay. Aber ich sage nochmal, im Endeffekt ausschlaggebend ist, also wann die Pflanze Wasser braucht und dann, dass man dort irgendwie das Wasser auch verabreicht. Denkt ihr in Südtirol da an Digitalisierungsprojekte, wo man die Landwirtschaft unterstützt, zu erkennen, wann sie Wasser aufbringen sollen? Ja. Seid ihr da schon so es weit? Es gibt ein Projekt am Laufen von Alperia in Zusammenarbeit also mit dem Versuchszentrum Leimer. Das sind die Kollegen vom Obstbau, also okay. Da tätig. Und dort geht es darum, Sensoren, also mit Sensoren, also die Landwirte auszustatten, mit Sensoren, die eigentlich nicht also kostenspielig sind und die automatisch also die Daten sammeln und auch aufgearbeitet in einer App praktisch zu den Landwirten zur Verfügung stellen. Und jetzt im Moment werden auch die ersten Schritte in die Richtung von anderen Kulturen
Also okay. Gemüsebau, Grünland ist auch ein ähnliches Thema. Mhm. Wenn wir jetzt über die Mengen, das wird die Bäuerinnen und Bauern wahrscheinlich auch interessieren, wenn ich jetzt einen Speicher errichte zum Beispiel und der füllt sich über eine Woche und dann beregne ich wieder meinen Hektar, wie viel brauche ich dann pro Hektar überhaupt, wenn ich jetzt 25 mm ausbringe? Ja, vielleicht also müssen wir uns ein paar Zahlen anschauen. Mache ich jetzt eine Beispielsberechnung. Ja? Ja. Also ein Millimeter entspricht einem Liter pro Quadratmeter. Und ein Liter pro Quadratmeter sind 10 Kubikmeter pro Hektar. 10 Kubikmeter? Ein Millimeter. Millimeter. Ein Millimeter. Das ist ja nichts noch, oder? Wenn ich eine Wassergabe pro Woche von 25 Millimeter habe, dann reden wir von 250 Kubikmeter Wasser pro Hektar, pro Woche. Okay. Und wenn ich das jetzt da über 3 Monate mache, dann ist das natürlich... 16 Wochen, ja. Dann das entspricht also 4000 Kubikmeter Wasser pro Hektar. Okay, das sind natürlich riesige Mengen. Gell? Ja, und deswegen glaube ich, also die erste, also sagen wir so, der erste wichtige Faktor, wenn ich an einer Beregnung überlege, ist, ob da was Wasser tatsächlich auch zur Verfügung steht. Das heißt, Punkt 1, wenn eine Bäuerin, ein Bauer sich überlegt, eine Beregnung zu machen, ist einmal, habe ich das Wasser, darf ich es nutzen? Und genau. Da gibt es jetzt da rechtlich zwischen den Bundesländern, zwischen den Nationen, also in Italien ist das anders wie in Österreich, Unterschiede, über das werden wir heute nicht diskutieren, aber mit dem muss man sich beschäftigen, oder? Ja. Und das möglicherweise kommen wir in Zukunft auch in eine gewisse Zielkonfliktsituation, wo die Gesellschaft das Wasser haben will für ihre Swimmingpools oder die Landwirtschaft, um Grünlandflächen zu bewässern oder ackerbauliche Flächen zu bewässern. Oder bei euch ist ja Obstbau und Weinbau als Konkurrent sozusagen ums Wasser ja auch da, oder? Ja, ja. Genau. Für den Fall. Und das bringt uns aber zurück, also wenn ich gezielt bewässer, dann habe ich einen kleineren Bedarf. Okay. Und über die Zeit, ja. Also Moment. Der erste Punkt ist jetzt die Wasser, habe ich das Wasser und was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt, und schon wieder bewege ich mich auf einem Gebiet, was nicht mein Spezialgebiet, aber ich denke, also heute bei der Tagung ist auch das Thema von der Wirtschaftlichkeit also angesprochen worden. Und das selbstverständlich ist es die Frage, also auch wie weit weg entfernt ist die wie lang ist die Strecke, über die ich das Wasser bis zum Hof bringen muss. Mhm. Eine andere Frage wird auch sein, also ist das bei uns sind die meisten Beregnungsanlagen eigentlich Konsortien. Okay. Also so genossenschaftliche Formen. Und das Wasser kommt, also wie läuft es auf der Fläche dann ab? Ich habe auf der Fläche meine Docking Stations sozusagen, wo ich dann die Sprinkler habe Leitungen, die bis zu einem gewissen Punkt das Wasser bringen und dort werden, wenn der Zeitpunkt kommt, also werden praktisch die Beregner aufgestellt. Und jeder Betrieb hat seine eigenen Beregner oder die holt man sich aus einem Pool oder die werden von Betrieb zu Betrieb weitergegeben? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht, okay. Und dann wird sie wieder abgebaut und geht zum nächsten, oder wird wieder abgeschlossen und dann kommt der nächste Betrieb zum Beregnen dran. Ja, die Beregner sind mobil, vor allem, weil ich irgendwann mal die Fläche mähen muss. Und dann werden sie entfernt, also deswegen. Okay, jetzt meine nächste Frage. Wenn ich Flächen beregne und ich habe als Grünlandbetrieb 2 Schnittflächen, 3 Schnittflächen, 4 Schnittflächen, 5 Schnittflächen, also intensiveres Grünland, eher extensiveres. An welche Flächen denkst du bei der Beregnung? Wo macht es am meisten Sinn? Ist es... Ich glaube, wie ist es bei euch in Südtirol? Ich würde mal sagen, in erster Linie das Grünland, was am meisten also Ertrag liefern, sollte das Grünland sein, also das beregnet wird. Okay. Ich glaube, es hat wenig Sinn, anfangen zu beregnen. Also Pflanzenbestände, die ökologisch wertvoll und sowieso in dem Zustand sind, zum Beispiel, weil dort die Wasserverfügbarkeit also limitiert ist. Also ich glaube, das ist da ein erster... Das heißt, man denkt eher, man geht auf die intensiver nutzbaren Flächen, die auch gut gedüngt werden können. Und jetzt hast du den Pflanzenbestand angesprochen. Wie verändert sich der Pflanzenbestand, wenn ich habe es ja Versuche gemacht, Kontrollgruppe beregnet, wenn ich vergleiche Leguminosenanteil, Gräseranteil, wie verschiebt der reagiert ja aufs beregnet werden, oder? Also wir wissen aus unseren Versuchen und aus der Literatur,
dass es systematische Verschiebungen also im Pflanzenbestand gibt. Auf der Artenebene haben wir das in unseren Versuchen beobachtet, aber zum Teil wird das auch bestätigt, also von der Literatur. Das sind einige Arten, die davon beeinflusst werden. Zum Beispiel unter Berücksichtigung auch vom Düngungsniveau, weil das ist der andere Faktor, der mit hineinspielt. Wenn der Effekt also von der Düngung abgezogen wird. Wir haben in unseren Versuchen beobachtet, zum Beispiel, dass die beregneten Flächen einen etwas höheren Anteil an englischem Weilgras haben und einen etwas kleineren Anteil an Knallgras. Ich würde das interpretieren, dass das englische Reigras profitiert. Weil es wasserliebender ist. Genau. Okay. Und Knallgras im Verhältnis etwas weniger wird. Das ist eine Art, die wahrscheinlich unter trockenen Bedingungen also besser auskommt. Unter Wasser kommt der andere stärker wieder. Genau. Okay. Bei den Leguminosen, wie schaut es da aus? Bei den Leguminosen haben wir eher so eine Zunahme gesehen, also die auch in anderen Versuchen also beobachtet wurde. Obwohl sie der Rotklee eher tiefwurzelnder ist, oder? Ja, den Effekt sehen wir für die Gruppe Leguminosen. Okay. Also praktisch, und hier reden wir in erster Linie Weiß und Rotklee. In diesen Versuchen, also in diesen Daten, die wir ausgewertet haben, das ist Rotklee und Weißklee. Okay. Weißklee mehr als Rotklee. Okay. Und wir sehen eine Zunahme von den Leguminosen. In der Literatur gibt es auch zwei andere Quellen, bei denen also die Leguminosen zunehmen oder die Kräuter auch. Das verwundert ein bisschen, weil ja die Kräuter auch trockenheitsangepasster vielleicht sind und die Leguminosen auch ein bisschen, zumindest der Rotklee. Ja. Das müsste man sich noch anschauen. Kann das auch mit den Knöllchenbakterien vielleicht was zu tun haben? Dass die das Wasser brauchen? Klar, aber da kann man viele Hypothesen aufstellen. Heute bei der Tagung wurde zum Beispiel die Beeinflussung von der Bodentemperatur durch die Beregnung. Dass die da nicht so das ist ja nächstes Thema, über das wir reden können. Auf der anderen Seite ist es so, dass wirklich dazu, oder zumindest ich kenne es nicht, also ich kenne nicht Untersuchungen, die den kausalen Zusammenhang also richtig also bewiesen haben. Und eigentlich dieses Thema von der Bodentemperatur also ist bekannt auch aus Überlieferungen, also von der älteren Zeiten, also auch mit der traditionellen Beregnung. Wir reden jetzt über das Thema durch die Bewässerung Senken der Temperatur im Boden, weil sehr kaltes Wasser bei euch teilweise eingesetzt zum wird, Teil, oder? Ja. Vom Berg herunter, oder? Ja, ja. Obwohl, muss ich sagen, in unserem Versuch hatte ich nicht Informationen über die Temperatur vom Wasser. Also deswegen auch dort also bin ich nicht in der Lage, also das wirklich also sauber auszuwerten und sagen, was wirklich Sache gewesen ist. Aber das ist eine mögliche Erklärung. Andere mögliche Erklärungen könnten auch über die Beregnung die Möglichkeit für bestimmte Pflanzen Nährstoffe zu verwenden, die ansonsten wegen der Limitierung, wegen der Trockenheit also diese Nährstoffe nicht verwenden können. Genau. Aber wir stellen nur Hypothesen, also wir haben nicht die Wir haben noch nicht alle Antworten, oder ihr habt sie noch nicht. Ja. Der nächste Aspekt... Genau, oder vielleicht, was wir vergessen haben, und das ist relativ wichtig, also aufs Pflanzenbestand oder Verschiebungen im Pflanzenbestand, ist, dass die anderen zwei Arten, die systematisch also zugenommen haben, sind die gemeine Rispe und Sauerampfer. Ja? Sauerampfer, okay. Genau. Mhm. Gemeine Rispe ist jetzt nicht unbedingt, Sauerampfer auch nicht unbedingt die Pflanzen, die wir haben wollen, oder? Ja, aber das sind die anderen zwei Arten, bei denen wir so diese systematische Verschiebung gesehen haben. Wenn du dir, jetzt sind wir eh schon beim Pflanzenbestand, das nächste ist eigentlich dann die Futterqualität, da habt ihr auch Messungen gemacht. Wenn man jetzt sozusagen den Komplex der Strukturkohlenhydrate anschaut oder das Protein, ist da sozusagen die Veränderung? Also was wir in unseren Versuchen gesehen haben, aber es gibt auch in der Literatur also Parallele, ist, dass mit der Beregnung eigentlich die Futterqualität also leicht schlechter wird. Das heißt also, ich busse etwas am Protein ein. Okay, und habe mehr Struktur. Und mehr kommt etwas mehr Struktur. Weil vielleicht auch sozusagen das physiologische Alter, oder das andere steht, der trockenere Pflanzenbestand
steht und der andere wächst weiter und kommt physiologisch in eine andere Phase schon, oder? Stängelbildung ist wieder eine Hypothese. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, die Daten auszuwerten oder nach Literatur zu suchen, bin ich davon ausgegangen, da man dieses Bild im Kopf hat von dem trockenen Bestand mit vielen, der sozusagen die Notreife geht und man sieht die Stängel so früher als gewöhnt, hätte ich eher das Gegenteil also erwartet. Und stattdessen ist es so, dass ist ein großes Wort. Da auch, also fehlt mir also die Grundlage, um das wirklich also mit Sicherheit zu behaupten. Aber eine andere Möglichkeit ist, dass zum Beispiel in solchen Situationen, in denen ich mehr beregne, die Pflanze kann mehr investieren, zum Beispiel zur Zeit der generativen Phase. Okay. Und dann habe ich mehr Stängelbildung. Mhm. Und zum Beispiel da könnte ich eine Verschiebung vom Blatt-zu-Stängel-Verhältnis, die etwas ungünstiger wird. Ja. Allerdings diese Änderungen von der Futterqualität sind eher so klein. Also okay. Es ist nicht das dramatisch. Also von einer guten in eine schlechte Qualität also hineingeraten. Und vor allem, wenn ich dann die Futterqualität mit anderen Parametern, die quantitativ, also den zum Beispiel mit einem Ertrag, das Ergebnis beschreibe, wie zum Beispiel Rohproteinertrag oder Energieertrag, dann sehe ich wieder dann den positiven Effekt, okay. Weil es wahrscheinlich dort ist der Ertrag, der ausschlaggebend ist. Jetzt Giovanni, du kennst ja auch die österreichische Situation, nachdem wir sehr viel kooperieren und du immer zu Gast bei uns bist und unsere Kollegen und Kolleginnen bei dir. Glaubst du, dass wir in Österreich, im Grünland, in Zukunft mehr Beregnungen haben werden in Österreich? Das ist eine große Frage. Ja. Und ich glaube, wir kommen zurück also zum Thema, was du schon angesprochen hast. Das heißt also, ist das Wasser verfügbar? Gibt es, wenn das Wasser begrenzt ist, also gibt es Verständnis dafür, das Wasser für diesen Zweck zu nutzen? Was sind die Kosten für die Errichtung von diesen Anlagen? Also wie gesagt, ich würde mal so, ohne jetzt die Zahlen zu haben, aber diese Zunahme der Beregnungsanlagen in Südtirol war schon zum Beispiel Anfang der 2000 noch richtig im Gange. Und ich glaube, jetzt in der jetzigen Situation, selbstverständlich ist dieser Nutzungskonflikt also mehr größer geworden als früher. Oh ja, das sind man denkt, wenn man früher gedacht hat, okay, das Wasser aus dem Gletscher kommt sowieso, jetzt denkt man anders. Ich möchte noch, bevor wir zum Schluss kommen, was macht die Beregnung mit dem Boden? Wenn man so ältere Literatur anschaut, dann redet man über Versalzung oder erkennt man da bei euren Böden in Südtirol, wo ihr jetzt das schon 100 Jahre sehr intensiv betreibt oder relativ intensiv, tut sich im Boden etwas? Da bin ich überfragt. Also ist dir nichts aufgefallen bisher, oder? Nein, also wenn du das Thema jetzt so nennst, also ich glaube, das Thema habe ich schon mal gehört. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht Daten spezifisch also zu Grünland, also die ich heranziehen kann. Okay. Weil man weiß ja sozusagen aus den Ackerbauregionen, dass teilweise die Beregnung, wenn sie mineralstoffreich ist, natürlich das anhäuft oder auch, dass aus dem Boden dann Mineralstoffe aufsteigen und dann oben als Salzkrusten sozusagen sich ablagern. Ja, das ist das Problem, was wir dieses Jahr in der Poebene gehabt haben. Ja. Also ja. Dem praktisch. Aber das davon ist in Südtirol jetzt, also im Grünland, überhaupt kein Thema. Ich glaube, das müsste man jemandem nachfragen, der sich auskennt. Ja. Okay, das können wir in einem weiteren Podcast dann einmal bei uns machen. Ja, ich danke dir vielmals, Giovanni, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden bist, dass du uns wertvolle Informationen mitgegeben hast und auch ganz ehrlich sozusagen uns gezeigt hast, wo gibt es schon gutes Wissen, wo gibt es auch noch Lücken. Mhm. Das ist auch die Aufgabe der Forschung, diese Lücken zu schließen und du bist daran, diese Lücken zu schließen und ich wünsche dir auf diesem Weg alles Gute und wir freuen uns auch zukünftig auf wertvolle Ergebnisse aus Südtirol, die wir in Österreich dann nutzen können. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, laden wir ein, auch bei unserem nächsten Podcast wieder dabei zu sein, wo es dann bei uns in Richtung Stallbau, wie kann ich meine Stallungen anpassen, was kann ich dort umsetzen, um den Tieren möglichst hohes Tierwohl sicherzustellen. Seien Sie herzlich willkommen bei unserem nächsten Podcast und auf Wiederhören.
Raumberg Klumpenstein.